Ich bin mit großer Freude hier, um über ein Thema mit Ihnen zu sprechen, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und wo ich denke, nicht nur Sie in Österreich, sondern in allen entwickelten Ländern, aber auch in besonders der entwickelnden Welt gibt es sehr viel Potenzial. Ich habe die heutige Veranstaltung unter das Thema Yes, we can gestellt. Sie wissen warum, es ist der letzte Tag von Obama und der Ausspruch hat aus meiner Warte wie drei Bedeutungen, die für mich wichtig sind. Erstens, es erinnert daran, dass jetzt eine Präsidentschaft zu Ende geht. Zweitens, und das scheint mir der wichtige Punkt, wir reden bei Patientensicherheit nicht über Alzheimer oder irgendeine andere Krankheit, wo wir nicht wüssten und keine therapeutischen Möglichkeiten haben oder noch nicht haben, wo also das ganze Feld der Forschung offen ist, sondern wir reden von einem Feld, in dem wir im Grundsatz wissen, was zu tun ist. Und die Schwierigkeit scheint eher zu sein, wie setzen wir dieses Wissen dann auch um und nachhaltig um. Und das will dieses Yes, we can, das ja eigentlich in diesem Falle heißen müsste, Yes, we could, if we would, umsetzen. Und das letzte Bedeutung von diesem Yes, we can ist, das, und ich wage es zu sagen, wie das andere Make America Great Again sind Beispiele, wie es gelungen ist, ganz große Bevölkerungsmassen zu mobilisieren für eine Idee. Die Idee von Obama, ja, wir schaffen das, um auch hier eine Allusion zu machen. Und die Harvard hat analysiert, was braucht es, dass man größere Menschenmassen, größere Gruppen mobilisieren kann. Und es sind wie drei Dinge, die man anschauen muss und das hinkriegen muss. Das erste ist, mich, Sie zu fragen, why me? Weshalb geht mich diese Frage etwas an? Weshalb will und muss ich mich hier engagieren? Die zweite Frage, why us, warum wir? Wir als Gruppe. Und die dritte Frage, why now? Und genauso möchte ich mit Ihnen heute durch diese Veranstaltung gehen. Warum genügt es nicht, dass ganz wenige Menschen sich um dieses Thema kümmern, sondern wie bringen wir es von kleinen, wunderbaren Aktivitäten hin, dass wir so etwas wie ein Social Movement hinkriegen, dass wir sagen, Patientensicherheit wird ein ganz wichtiges Thema. Und das bedeutet, dass wirklich jeder von Ihnen sich überlegen kann, why me? Was geht mich das an? Warum geht mich das was an? Why us? Das AKH, und ich will mich da gleich schon zu Beginn entschuldigen, ich werde ganz sicher irgendeinmal AKW sagen, weil AKW sind in der Schweiz eine Kurzformel für Atomkraftwerke, wie bei Ihnen. Und AKW ist in meinem Gehirn so stark verkabelt, dass ich mich wahrscheinlich versprechen werde. Und was ich mit Ihnen am Schluss erreicht haben möchte, sind zwei Dinge. Erstens, was ist die Rolle einer akademischen und forschenden und ausbildenden Institution in dieser Frage? Und zweitens, wie kriegen Sie es hin? Allenfalls als ein Beispiel, das weit über Ihre Grenzen hinaus im ganzen Lande etwas bewegen kann. We cannot change the human condition, but we can change the condition under which humans work.
Das ist jetzt nicht vom Obama, das ist nicht aus den USA, sondern das habe ich mit großer Freude in diesem Dokument hier gefunden, nämlich der Patientensicherheit, Ihre Strategie 2013 bis 2016. Und ich möchte tatsächlich mit Respekt sagen, das ist ein ganz, ganz gutes Dokument, das sehr viele der Dinge, die weltweit diskutiert werden, in einen österreichischen Kontext zusammenfassen und tatsächlich hier dieses Statement ganz am Anfang des Papiers steht: Wir können Menschen nicht eigentlich ändern, aber wir können wirklich schauen, dass die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, so sicher sind, dass eben Fehler meist oder möglichst wenig passieren. Ich war vor kurzem an einer Veranstaltung mit sehr vielen Patientinnen, Vertretern oder Müttern von verstorbenen Kindern. Und eine der Mütter hat etwas sehr Eindrückliches gesagt. Sie hat gesagt: Ich glaube nicht daran, dass es ein fehlerfreies Spital gibt. Ich erwarte das auch nicht. Wo Menschen sind, wo die arbeiten, passieren Fehler. Aber was ich erwarte, ist, dass das Spital so aufgestellt sind, dass individuelle Fehler durch ein Netzwerk von Sicherheit aufgefangen sind und am Schluss beim Patienten gar nicht ankommt. Und das ist machbar. Und das ist das, was unter diesem schönen Human Conditions gemeint ist. Ich gratuliere auch, Sie haben eine wunderbare Evaluation, was Sie erreicht haben, gemacht. Ich habe das kopiert von Frau Ettel. Besten Dank, sie soll ja hier sein, aus einem Referat, das sie Ende 15 gehabt hat. Und Sie sehen am Rande, und Sie sollen sich gar nicht so lange darüber auseinandersetzen, Sie sehen, Sie haben bei einem Thema ein Gutzeichen bekommen und bei den übrigen so ein Naja. Ich werde es nun abdecken, schauen Sie die nicht alle an, das ist nicht, um Ihnen hier zu sagen, wo Sie überall in welchen Themen tätig sind und wo Sie stehen, sondern es ging mir nur darum zu sagen, offensichtlich sind auch auf der nationalen Ebene die Vorstellung, dass wir hier noch einiges zu tun haben, sicher gegeben. Und damit zurück zum Yes, we can. Aber warum sind wir eigentlich nicht weiter? Was sind denn die Hinderungsgründe und wo klemmt's? Und ich beginne eben beim Warum ich? Warum, was mache ich oder wo bin ich in einer Situation, wo ich gefordert bin? Alle von uns leben mit diesem Bild im Kopf. Primär geht es darum, niemanden zu schaden. Und das wahrscheinlich ist eine Imprägnierung, die auch zu Schwierigkeiten führt. Nämlich zu der Schwierigkeit der Scham und des Versteckens und des Nicht-Kommunizierens. Und Sie kennen alle diese Themen, wie schwierig es ist, über diese Barriere zu kommen, gegenseitig über Niermiss oder Miss zu reden und dann tatsächlich die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Sie sind, viele von Ihnen, wohl in einer ganz anderen Materie oder in einer anderen Domäne Ihrer Arbeit, aber auch Täter, ohne es so genau zu merken. Und das ist ein Zitat von Sturman, der das mit Daten unterlegt hat. Policies to promote public health and welfare often fail or worsen the problem they are intended to solve. Und das kommt aus der gleichen Arbeit. Sehr häufig und gerade in der klinischen Tätigkeit führen Sie Neuheiten ein, die eigentlich ein technischer Fortschritt sein sollten und dann nicht zu selten kommt es, dass well-intended programs create unintended side effects. Und das ist das Problem, dem Sie
in der Medizin, in der forschenden Medizin, in der akademischen Medizin ganz extrem exponiert sind. Wir haben in Europa keine Kostenexplosion. Wir haben aber weltweit eine Wissensexplosion. Und diese Wissensexplosion hat ja dazu geführt, dass wir heute mit, und dass die Zahlen mögen sogar schon nicht mehr ganz genau sein, sondern gestiegen sein, 13.000 und mehr Diagnosen stellen können, dass wir 6.000 Medikamente zur Verfügung haben und 4.000 Therapien. Niemand von uns hat auch nur den geringsten Überblick über das. Und das hat ja dazu geführt, dass wir nicht darum herumgekommen sind, eine Spezialisierung und Subspezialisierung und Subspezialisierung zu kreieren. Die, in der Schweiz gibt es in der Zwischenzeit über 500 Gesundheitsberufe und die führen zwangsläufig, wenn man nichts tut, zu gegen 30% unwirksame oder unnötige Maßnahmen im System und mit zu Ineffizienzen und leider zu Fehlern. Diese Fragmentierung des Systems hat dazu geführt, dass die Fehlerquote, wenn man sie wirklich misst, nicht etwa sinkt, sondern steigt. Und dass wir ganz große Anstrengungen unternehmen müssen, dass aufgrund der Komplexität, aufgrund der zunehmenden Spezialisierung und jeder macht in seinem kleinen Feld alle Anstrengungen, um das sicher zu machen, aber es sind eben 500 Berufe nebeneinander, es sind Tausende von Mitarbeitenden, die am gleichen Patienten oder Hunderte von Mitarbeitenden allenfalls tätig sind, dass hier einfach Fehler sich anreihen können. Und manche von Ihnen werden diese Arbeit gesehen haben im British Medical Journal 2016. In den USA ist in der Tat die medizinische Irrtümer heute die dritte Todesursache in der Bevölkerung. Unglaublich, unglaublich. Wir haben keine europäischen Zahlen dazu, aber nach Herzerkrankungen und Krebs ist Medical Errors in den USA zumindest die dritte Todesursache. Und das ist das, mit dem Sie heute konfrontiert sind. Medizin war einmal eine ziemlich einfache Geschichte, auch nicht immer sehr effektiv, aber relativ sicher. Und heute ist sie komplex, effektiv und zumindest potenziell gefährlich. Und das ist das, mit dem Sie im klinischen Alltag sich auseinandersetzen müssen. Und deshalb die zweite Frage, warum wir? Was machen wir? Was können wir tun? Und ich will jetzt nicht auf die ganzen Programme der Weltgesundheitsorganisation eingehen, die Sie kennen, nehme ich an, die ganze Handhygiene, die sichere Chirurgie, sichere Medikation, sondern auf Ihre Funktion in zwei Bereichen eingehen. Es braucht, und Sie sind wahrscheinlich dran, und das können wir uns dann anschauen, eine andere Art der Ausbildung. Es braucht primär einmal, und ich beziehe mich hier auch auf diese Lancet-Arbeit, die Sie ganz sicher kennen, Health Professionals in the New Century, es braucht Teamwork. Und das Teamwork ist nicht nur wegen der Patientenzentrierung ein wesentliches Thema, sondern es ist auch wegen des Vier-Augen-Prinzips, wegen der Double-Checks, eine ganz wesentliche Aufgabe, dass jeder von uns weiß, ich bin in einem Team und ich bin in diesem Team aufgehoben und wenn mir ein Fehler unterläuft, jemand anderes hat die Aufgabe, das zu überprüfen und darauf hinzuweisen und jemand Drittes allenfalls, damit der Fehler nicht durchdringt. Ein zweites Thema, bei dem wir, zumindest in der Schweiz, eine ganz wesentliche Unterlassung in der Ausbildung unserer Mediziner gemacht haben, ist die Frage der schlichten Disziplin. Wenn es heißt,
Um 7 Uhr werden diese Medikamente gegeben, dann ist es eben um 7 Uhr und nicht nur um 7.30 Uhr. Und Sie kennen diese Analogie des Cockpits. Ich habe mit Piloten geredet, die jetzt in der Ausbildung der Ärzte in Spitälern tätig sind und die sagen, sie seien erschrocken ab der fehlenden Disziplin und Genauigkeit in Spitälern. Interessanterweise, vor 2 Wochen ist eine Arbeit erschienen in einer amerikanischen, ich glaube im New England Journal, die gezeigt hat, dass Frauen disziplinierter sind, wenn es um das Befolgen von Guidelines geht, als Männer. Männer nehmen das so, ja, vielleicht und dann. Aber ich glaube, wir müssen in der Ausbildung den jungen Medizinern sagen, sie sind in einem Team und sie sind in einem Hochrisikodomäne tätig, die sich vergleichen lässt mit einem AKW, jetzt sage ich es richtig, und sie, oder mit einem Flugzeug, wo einfach Checklist, Kontrollen, Klarheit, Disziplin gefordert ist. Die zweite Frage, die eine Organisation wie Sie betrifft, ist die Frage, wie führt man einen Betrieb wie ein AKH oder eine medizinische Universität, weil es sind komplexe Organisationen. Und die Frage, wie Sie Änderungen, auch Kulturänderungen oder technische Änderungen in eine komplexe Organisation reinbringen, im Gegensatz zu einer komplizierten Organisation, sind zentrale Unterschiede, die die meisten Leute auch in Führungspositionen nicht genügend zur Kenntnis nehmen. Komplexe Systeme steuert man am besten über einen hohen Grad von Selbstorganisation. Und sie brauchen jedoch gemeinsame Wertvorstellungen und einfache Regeln. Es ist ungünstig, in hochkomplexen Organisationen Top-Down-Befehle zu geben und zu meinen, das werde dann einfach so umgesetzt, weil zu viele Faktoren dazwischen, wie sich zu bewegen beginnen und sie dann denn, nicht wissen, was das Ende ist. Nehmen Sie, und ich finde es interessant anzuschauen, die Mayo Clinic, die sich sehr stark mit der Frage der komplexen Organisationen und Patientensicherheit auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, wer sich das mal angeschaut hat. Es ist wirklich in der Mayo sozusagen eine fast schon gebetsmühlenweise immer wieder vorgetragen Vorstellung, the needs of the patient comes first. Und tatsächlich werden die Mitarbeitenden der Mayo in ihren Jahreszielen darüber geprüft, inklusive der Putzfrau. Wie hast du deine Arbeit organisiert, dass die Bedürfnisse des Patienten zuerst kommen? Die einfachen Regeln, die dann umgesetzt werden an der Mayo, sind Inspire Hope and Nurture Well-Being of the Whole Person Respecting Physical, Emotional and Spiritual Needs. Und so ganz relativ einfache Dinge werden dann in die Organisation gegeben und den einzelnen Teilen der Organisation damit relativ viel Freiheit gelassen, wie sie das umsetzen. Nehmen Sie ein Beispiel, wenn Sie irgendein neues Device in der Anästhesie oder in der Intensivpflege einsetzen, aufgrund der Komplexität ist es häufig nicht vorauszusehen, welche anderen Interaktionen lösen Sie damit aus. Seien es jetzt rein elektronische oder sei es in den Arbeitsabläufen. Das macht, dass in komplexen Situationen es häufig sinnvoll ist, mit einem Piloten zu probieren, was passiert in der gegebenen Einheit, wenn ich ein neues Device einführe. Und dann überlassen Sie den Einzelnen mal zu schauen, wie funktioniert das.
Warum jetzt? Ich komme auf das zurück. Ich glaube, wir können und wollen uns nicht leisten, jetzt nicht zu handeln, weil wir wissen, was zu tun wäre. Und wir lassen so viele Schäden bei Patienten zukommen, ohne dass wir intervenieren. Und ich habe mich gefragt, yes, we can, was könnten Sie und was würde ich meinen, können Sie tun? Und ich glaube, Sie sind gefordert in vier Domänen. Erstens, könnten Sie in sicherer Patientenbetreuung ein Vorbild sein? Herr Markschaller und ich, wir sind in einer amerikanischen Bewegung etwas engagiert, wo es heißt Zero Preventable Deaths. Gewisse amerikanische Spitäler sagen, es ist nicht Reduktion um 5%, es ist nicht Reduktion um 50%, es ist nicht Reduktion um 90%, sondern wir wollen null verhütbare Todesfall in unserem Spital haben. Und ob Sie es glauben oder nicht, eine ganze Serie von Spitälern sind dort sehr weit fortgeschritten. Zweitens, glaube ich, braucht es in Bezug auf Patientensicherheit eine ganze Serie von Forschungen. Schon nur, damit Sie die unintended side effects nicht haben. Also wenn Sie Neuerungen einführen, dass Sie sich wohlbewusst sind, dass Sie diese Neuerung in ein komplexes System eingeben und dass Sie sich bewusst sein müssen, dass es fast sicher Nebeneffekte, Seiteneffekte gibt und dass die erforscht werden müssen. Wir haben heute im Vorfeld gerade über multimorbide Patienten gesprochen und Polypharmazie mit wahnsinnig vielen Sorgen in Bezug auf Fehlmedikamenten-Nebenwirkungen. Drittens, dass Sie bei der in der Ausbildung diesem primordialen Grundsatz keine Schäden setzen, betonen. Das würde wohl auch bedeuten, dass wir der ganzen Frage des disziplinierten Arbeitens in Teams eine größere Bedeutung geben müssen. Und last but not least, dass es Ihnen vielleicht gelingt, aus dieser Frage, warum mache ich das jetzt? Warum machen wir das jetzt? Und warum machen wir das jetzt? So etwas wie eine positive Welle hinkriegen, die dann ihre Pläne in Österreich wie verstärken können. Die zweite Grund, weshalb die ganze Frage der Patientensicherheit keinen Aufschub mehr erleidet, ist dieses Geschäft, das Sie ja bestens auch kennen. Das ist ein Zitat von Margaret Cham, der Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, auch von 15. Und Sie können es selber lesen. Oder the rise of antimicrobial resistance is a global health crisis und ist wahrscheinlich eine ganz, ganz großen Krisen, die auf uns zukommt. Und eine ganze Serie von aktuellen Errungenschaften zunichte machen kann. Organtransplantationen, Gelenkersatz, Chemotherapien, alle diese Dinge sind einmal nicht mehr möglich, wenn wir diese Antibiotikaresistenz nicht in den Griff bekommen. Und das ist eines der Themen, weshalb ich meine, wir müssen jetzt kollektiv eine Bewegung starten und das hinkriegen. Und das ist mein letztes Bild. Why me? Ich wäre wahnsinnig froh, wenn Sie heute alle nach Hause gehen und am Abend, wenn Sie im Bett liegen, denken, why me? Was mache ich jetzt aus dieser Geschichte? Was bedeutet das für mich, meinen Arbeitsplatz, meine Arbeit und wie kann ich tatsächlich in Bezug auf die Patientensicherheit einen wesentlichen Schritt vorwärts machen? Ich danke Ihnen.